Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple News wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Dieses Mal geht es mal wieder um ein wesentlich Hardware und zwar um einen Tablet-PC im günstigen Preissegment. So um die 50 Euro rum. Kommt immer darauf an, wie teuer das Produkt gerade bei Amazon vertrieben ist. Im Moment läuft das für 49,99 Euro. Und ich habe gedacht, dann gucken wir uns das Ding mal an, ob es sich hier um einen China-Kracher handelt oder um ein hochwertiges Tablet, so wie es im Internet auch beworben wird. Gucken wir uns das Ganze erstmal an. Das kommt natürlich wieder mal in einer Pappschatulle daher. Auf der Rückseite haben wir dann erstmal die wichtigsten Informationen, dass Wi-Fi verbaut ist, eine Webcam eingebaut ist, Android drauf ist, guter Prozessor, Multitouch, High-Quality-Audio, gut, okay, das spielt nicht so eine große Rolle, weil wir ja hier erstmal eingebaute Tablet-Lautsprecher haben. So, dann wollen wir mal direkt reinschauen. Ich habe das Ganze auch schon mal ein bisschen vorbereitet, darum musste ich schon mal nachgucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben natürlich eine Anleitung dabei. Die ist die nur in Englisch oder ist die auch in Deutsch verfügbar? Ich glaube, die ist nur in Englisch verfügbar. Genau, ist aber auch relativ uninteressant, weil das Ganze natürlich logischerweise so aufgebaut ist, dass jeder, der ein Android-Telefon schon mal hatte, sich damit locker auskennt und der noch keins hatte, der wird sich auch ruckzuck damit auskennen. So, wir haben jetzt hier so ein paar Basic-Funktionen, das heißt, Android ist installiert, CPU ist hier so ein bisschen schwammig angegeben, 1 GHz bis 2,5 GHz optional. Das kann man eigentlich getrost gleich wieder vergessen, denn man weiß ja eigentlich, was man vorher gekauft hat. Fakt ist bloß, was wichtig ist, es ist kein Bluetooth verbaut. Wie gesagt, das ist ein 50-Euro-Tablet, 7 Zoll. Da ist halt kein Bluetooth drin. Da muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber es reicht immerhin aus. Wir haben keinen HDMI-Port. Wir haben Wi-Fi, wie gesagt, drin. Wir können eine 2G oder 3G USB-Dongle anschließen. Das zeige ich gleich nochmal, also wie das funktionieren könnte. Speicherkarten kann man bis 32 GB verwenden. USB 2.0 wird unterstützt. Wir haben eine Auflösung, ich glaube von 1024 mal 800, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Gucken wir gleich nochmal nach, dafür habe ich schon die passenden Programme runtergeladen. Entschlüsselung hier mit den H264, 263 Codecs bis zu 1080i soll wohl encodiert werden mit einem Quad-Core 1,3 GHz. So, das war es erstmal zum Theoretischen. Jetzt gucken wir uns das ganze Gerät erstmal an. Es kommt erstmal schick verpackt daher, mit dem Display nach unten. Na nun, das Ganze ist hier in so einer Hülle drin, sofern ich es dann rauskriege. So, da unten drunter haben wir dann noch zwei Teile. Einmal den Netzstecker, ganz natürlich hier, kann man so oder so laden. Ein USB-Kabel, also USB auf Micro-USB und ein Datenkabel, Micro-USB auf Normal-USB. So, das kommt erstmal an die Seite. Das ist relativ uninteressant, das kennt man ja soweit schon. Jetzt kommen wir zu dem Tablet. Wie gesagt, 7 Zoll wirkt ein bisschen verloren, wenn ich meine Hand hier so vorhalte oder dahinter, dann ist meine Hand genauso groß wie das Tablet. So, sieht ein bisschen putzig aus, aber wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Ist gut verarbeitet, das habe ich mir vorher schon mal angeschaut. Man kann das Ganze jetzt hier einmal so sehen. Es ist, glaube ich, keine Display-Schutzfolie drauf. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das hier extra nochmal eine Folie bzw. eine Plastikhülle drüber ist, also das weiß ich noch nicht genau. Hinten ist auf jeden Fall nochmal eine Hülle drüber, die können wir aber getrost abziehen. Unten drunter ist nochmal ein Aufkleber, so, weg mit dem Ding, weil können wir die denn vorne verwenden? So als Frage, nee, das wird auch Quatsch sein, dann können wir die hier vorne so drüber packen. Na doch, es wäre wohl durchaus möglich, aber es ist halt mit dem kleinen Loch hier für die Rückseite gedacht, mehr oder weniger. Also weg damit, damit das Ganze vor Kratzern geschützt ist. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Dann sehen wir auch hinten direkt den SD-Karteneingang. Maximal 32 GB passen da rein. Die Lautstärke-Wippe, leise und wieder laut, das ist ganz klar. Dann haben wir hier oben den Kopfhöreranschluss, da an der Seite erstmal. Den Ein- und Ausschaltknopf, selbstverständlich hier oben. Dann haben wir hier oben den Ladeport mit 5 Volt oder den Micro-USB, sowie das Mikrofon daneben, Backkamera, Frontkamera ist natürlich gleich gegenüber und hier unten steht noch, wir haben also die 8 GB Variante und einen Mono-Lautsprecher, also auch kein Stereo an der Stelle. So, Betriebssystem hierbei ist Android 4.4 KitKat und dann wollen wir mal direkt einschalten. So, A33 Quad-Core CPU All-Winner Tech steht hier nochmal drauf. Das ist soweit schon mal ganz gut. Und dann wollen wir mal sehen, was uns das Tablet hier sonst so bietet.
Auf jeden Fall erstmal Lautstärke beim Einschalten. Android KitKat 4,4. Soweit, so gut. Kann man also schon mal nicht meckern. So, ich mache mal in der Zeit schnell das Licht aus. Dann kann man das Ganze nochmal ganz schnell begutachten, wie das hier aufgebaut ist. So, wir schauen uns das ganze Gerät einfach mal an. Ich habe schon mal vorher eine WLAN-Verbindung eingerichtet, damit wir das Ganze auch intensiv nutzen können. Habe gleich mal CPU-Z und AnTuTu Benchmark runtergeladen. Ja, und da wollen wir nicht lange drum herum reden. Da wollen wir direkt mal den Benchmark starten, damit wir überhaupt erstmal wissen, was los ist. Der übliche Hinweis, von oben nach unten ziehen, um irgendwas weiteres zu erfahren. Quad-Core A33Y3 heißt das also. Und dann können wir mal gucken. Wir gehen einfach mal auf Test und lassen das Ganze geschehen. Ja, in der Zeit kann ich wie gesagt sagen, es handelt sich hier natürlich nicht um High-End-Tablet, also es ist einfach lediglich ein günstiges Einsteiger-Tablet, wo man schon ein Quad-Core-CPU drin hat. Das bedeutet, man kann alle neuesten Spiele und Programme, die es im Play Store so gibt, natürlich mit Einschränkungen spielen. Es kommt auch darauf an, was hier für eine Grafikkarte verbaut drin ist. Beziehungsweise die Onboard-Grafik bietet ja sowieso meistens nicht so viel bei den günstigen Tablets. Wir versuchen es trotzdem einfach mal. Ich habe das Ding einfach mal geladen. Es hat einen 3000 mAh Akku. Und laut Hersteller sollen bis maximal 5 Stunden Video-Wiedergabe möglich sein. Das wird wahrscheinlich dann so funktionieren, indem man die Helligkeit, die ich jetzt hier auf maximal gepumpt habe, auf minimal runterfährt. Und Achso, hier steht nochmal ein ganz kurzer Tipp. Moment, jetzt ist schon wieder weg. Die CPU-Power wird getestet anhand eines Prozessors, weil wir haben hier einen Quad-Core verbaut, 4x1,3 GHz, laut Hersteller, wie gesagt. Und hier wird nochmal erwähnt, dass die meisten Apps nur einen einzigen Prozessor benutzen. Also Quad-Core-CPUs werden nur von wenigen Apps benutzt, beziehungsweise maximal von Videoaufzeichnungen oder Wiedergaben mit HD-Videos. Dafür sind die gut. Und das wurde hier eben gerade nochmal erwähnt in dem AnTuTu Benchmark Test, dass wie gesagt meistens nur ein CPU, also eine Prozessoreinheit dafür verwendet wird. Zurück zum Thema, was ich eben gerade schon sagen wollte. Das kann ich jetzt gar nicht, doch jetzt, na gut, der wird jetzt natürlich gefordert. Ich will ja den Test auch nicht extrem beeinflussen. Wir haben jetzt hier wie gesagt das ganz normale Menü, aber eine Neuerung ist dabei. Bei diesem Tablet, das habe ich vorher noch nicht gesehen, das ist weder bei meinem Handy drauf, hier ist ja die aktuellste KitKat-Version drauf, noch bei dem anderen Tablet, was ich schon vorgestellt hatte, von der Firma Ninetech. Hier haben wir eine Neuerung, einmal den Screenshot, das kennen wir ja schon, dass ich jetzt hier drauf tippe und einen Screenshot aufnehme, aber wir können direkt Screen Record machen und da will ich mal sehen, ob man da auch die App-Reviews in Zukunft mit aufzeichnen kann. Das wäre natürlich eine Sensation, dass man das nicht erst mit der Kamera alles noch bearbeiten muss, sondern ob man das Ganze dann so hat. Aber ich weiß nicht, ob man extern den Ton zufügen kann. Das werden wir dann sehen. GPS, Standort ist aus. Ja gut, das würde über WLAN wahrscheinlich analysiert werden. Oder man sollte über Bluetooth am besten mal eine GPS-Maus anstecken. Oder beziehungsweise über USB, das geht ja auch. Ja, Bluetooth ist wie gesagt nicht verbaut, Wi-Fi ist drinne, kein GPS ist drinne. Was bleibt mir noch an? 3000 mAh Akku hatte ich angesprochen, wie gesagt, bis zu 5 Stunden Wiedergabe, wahrscheinlich mit geringer Helligkeit und gleichzeitig auch noch nicht so voller Rechenleistung. Jetzt wollte ich nochmal verbessern, 1024x600 ist die Auflösung, nicht 1024x800, habe ich mich vertan. So, und dann gucken wir mal uns jetzt hier den Benchmark-Test weiterhin an. Das Ganze läuft recht gut. 2D- und 3D-Grafik. Jetzt kommt die 3D-Grafik. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die Havoc Engine hier rausholt. Und im Gegensatz zu dem Ninetech-Tablet bzw. dem Pomp W88, was ich ja schon habe. Wobei, das ist natürlich klar, bei 1024x600 haben wir Frames im Durchschnitt von 4 bis 5. Dynamische Schatten werden unterstützt, dass das natürlich nicht flüssig läuft, ist ganz klar in dem Preissegment für 50 €. Kann man jetzt keine Wunder erwarten, sage ich mal, wobei das wirklich schon ein wirklich guter Preis ist. Und man muss ja auch sagen, wichtig ist, dass man YouTube nutzen kann, dass man HD-Videos schauen kann. Man kann per USB-Stick Daten auf den internen Speicher übertragen oder bis zu 32 GB erweitern mit der Micro-SD-Karte. Das heißt, es ist jetzt ein
ja, ein Fotobuch, ein E-Book-Reader gleichzeitig, man kann Videos drauf gucken für die Autofahrt, man kann die Kamera für Schnappschüsse benutzen. Hinten haben wir eine 2-Megapixel-Kamera drinne, vorne eine 0,2-Megapixel-Kamera, da kommt natürlich nicht viel bei raus. Man kann zwar Skype mit nutzen, aber naja, den Umständen halt entsprechend. So, jetzt haben wir hier einen kurzen Vergleich. Google Nexus 5 ganz oben, My Quad-Core A33 ist ganz unten. Wir haben, wie viele Punkte? 16.004. Das ist auf jeden Fall besser als das POM W88. Das hatte, glaube ich, in die 12.000 bis 13.000, wenn ich mich recht entsinne. Also ist auf jeden Fall schon mal ganz klar im Vorteil. Ich hätte es nicht gedacht, aber trotzdem auf jeden Fall noch besser. 16.004 Punkte. Ja, nicht schlecht. Hier ist es alles nochmal aufgeteilt in CPU, UX und Single Threader und Mehrfach- und RAM-Operation und so weiter und so fort. Rechts haben wir dann nochmal die Auflösung drin stehen. Performance, was haben wir denn da noch? Was passiert da jetzt eigentlich? Müssen wir das mal ganz kurz abwarten. Achso, wir können hier das Tablet oder so weiter und so fort, können wir ja alles noch anpassen. Achso, dann können wir hier noch was runterladen. Wir wollen nichts runterladen. Nein, danke. So, wir gucken nochmal zurück. Das war's erstmal, was der AnTuTu Benchmark jetzt hier rausgehauen hat. So, 16.004 Punkte, wie gesagt, sagte ich ja schon. Das ist schon mal ganz gut. Wir können einen Batterietest machen, Screentest. Dann können wir ja mal gucken, ob das so funktioniert. Multitouch-Test. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gleichzeitige Punkte. Okay. Ja, also 5-mal gleichzeitig ist möglich. Das war das. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Was haben wir hier? Gravity Scale. Ach nee, Grayscale. Verlesen einmal. Die Graustufen. Können wir hier alles durchgehen. Wie die Stufen so alle beschaffen sind. Man sieht es aufgrund der Kamera natürlich nicht so schön wie mit dem bloßen Auge. Das ist ganz klar. Können wir zurückgehen. Die Farbtreue können wir testen. Die sieht auch sehr gut aus. Von weiß bis schwarz. Und das Schwarz ist natürlich nicht ganz schwarz, das ist aber dunkel. Das reicht dann aus. Diese Streifen, die ihr auf der Kamera seht, beziehungsweise in dem Video, ist natürlich nicht, ja, ich sag mal, nicht so krass, wie es hier auf dem Bildschirm aussieht. Also, beziehungsweise, was ich eigentlich sagen wollte, diese Pixelungen sind hier nicht so. Pixelfehler haben wir keinen, das ist schön. Okay, LCD-Test abgeschlossen, also kein einziger Pixelfehler. So, was haben wir jetzt hier beim Videotest noch drin? Müssen wir noch was runterladen. Stabilitätstest, da macht er gerade was. Ja, wie gesagt, 7 Zoll hat das Gerät. Und ja, na gut, den Stabilitätstest... Den Stabilitätstest können wir ja erstmal abbrechen, den können wir später nochmal wiederholen. Das ist soweit ganz gut. G-Sensor hat das Ding natürlich auch verbaut. Wie man hier sieht, kann man das in alle möglichen Lagen bringen. So, und dann dreht sich das Ganze natürlich rum. Das Lustige, was ich euch hier zeigen wollte, der Screen Record, das funktioniert einmal so, indem ich jetzt hier drauf gehe, kann mich jetzt hier durchscrollen meinetwegen und der zeichnet das alles auf. So. Wie man die Aufnahme beendet, habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich weiß, dass man hier oben drauf klicken kann. Ich klicke jetzt einfach mal drauf, vielleicht beendet er das dann. Nein, er zeichnet weiter auf. Also ich glaube, wir müssen dann wieder hier rechts drauf gehen, auf Screen Record. Und dann müsste sich die ganze Sache, ja genau, von selbst wieder deaktivieren. Dann speichert er uns jetzt hier die Videosequenzen in der Galerie. Das einzige Problem, was ich bisher festgestellt habe, das will ich euch mal zeigen. Also die Genauigkeit vom Touch-Display ist auf jeden Fall da. Wenn ich jetzt hier oben auf Google gehe, geht das sofort. Aber wenn ich hier rechts auf der Statusbar-Leiste drücke, genau da, wo mein Finger drauf ist, passiert natürlich gar nichts. Ist natürlich witzig. Aber wenn man dann ein Stück daneben tippt, funktioniert das Ganze auch. So, gucken wir mal. Da ist dann das aufgezeichnete Video. Ihr seht das Ganze jetzt nochmal. Netzwerkfehler, überprüfen Sie irgendwas. So, da bin ich dann durchgegangen. Ich mache jetzt nichts. Das macht er alles automatisch. Er zeichnet das also ab. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, kann ich oben genau sehen, es sind jetzt 14, 15 Sekunden von 23 Sekunden. So, und da versuche ich das beenden. Ziehe das jetzt hier gleich wieder runter in dem Video und könnte jetzt mal wieder rausgehen. Also ich kann also alles
so aufzeichnen. Wir können jetzt mal hier, ne? Nee, so war es nicht gemeint. Da, Moment. Diesen hier. Da, auf Details wollte ich mal gehen. Also 1024 mal 600. 23 Sekunden haben 2 Megabyte. Das ist okay. Nicht weiter schlimm jetzt. Also die Darstellung ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, müssen wir halt ein Stück rüber gehen. Was da los ist, bestimmt verkehrt kalibriert, muss man alles nochmal nachholen. Ein Riesenvorteil hier bei dem Teil ist, das will ich euch jetzt gleich mal präsentieren. Wir haben hier den Vorteil, wenn ich hier auf Apps drauf gehe, läuft der Stabilitätstest irgendwie doch noch im Hintergrund oder was ist los? Ja, na klar, der testet ja noch. Das ist ja schlimm. Mach mal aus hier. Ich wundere mich, warum das Teil hier so langsam ist und stoppt. Ja, ich möchte den Test stoppen. Einen Moment, wir machen das Ganze mal komplett weg. So, und jetzt läuft es auch wieder flüssig. Nicht, dass ihr hier denkt, ich stelle euch hier ein Mistprodukt vor. Das ist wirklich ein gutes Ding für den Preis. So, jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Einmal einen kurzen Ruckler. Ich bin jetzt hier einfach nur auf Apps gegangen. Und normalerweise kennt man das ja, dass man wenig internen Speicher hat. Hier aber ist der interne Speicher, wie man hier sieht, gerade mal mit 281 Megabyte belegt. Und der interne Speicher hat 5,4 GB, also nur für Apps. Das heißt, ihr müsst ihn nicht hin und her schieben, sondern ihr könnt jetzt hier wirklich gucken. Ich habe keine SD-Karte drin, das ist hier der komplette Speicher, alles was aktiv ist. Das Einzige, was runtergeladen ist, ist der AnTuTu-Benchmark. Da kann ich jetzt auch noch Folgendes machen. Wenn ich hier runter gucke, nee, hier geht es gerade nicht. Moment, vielleicht kann ich ja mal Daten löschen? Nein, wollte ich auch nicht. Okay, wahrscheinlich weil keine SD-Karte verbaut ist. Also würde ich jetzt eine SD-Karte drin haben, würde da ganz einfach noch stehen auf SD-Karte verschieben. Und ja, nun hat man einfach mal 5,4, 5,5 GB frei und kann Apps ohne Ende draufknallen und muss sich also um den internen Speicher keine Sorgen machen. An der Stelle kann ich ja mal verweisen auf mein Video mit dem internen Speicher, was da los war. Und wir gucken jetzt uns mal hier an. Es ist wie gesagt noch nicht viel mit los mit dem Ding. Läuft gerade seit ein paar Minuten. Quad-Core A33, Quad-Core 4,4,2 Android-Version. Also KitKat ist drauf. So, was können wir sonst noch sagen? Wir haben hier bei den Entwickleroptionen irgendwo müsste das Ganze ja aufgelistet sein. Kabellos übertragen. Achso, wir haben keinen HDMI-Port. Das an der Stelle erstmal noch. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das braucht man bei so einem Tablet jetzt auch nicht unbedingt. Man braucht es vielleicht schon, aber dann kann man sich so eine Wi-Fi-Dongle holen und das Ganze per Wi-Fi und dann auf den HDMI-Fernseher draufpacken. Dann braucht man keinen Mini-HDMI, der für 50 Euro jetzt hier nicht verbaut wurde. Macht aber auch nichts. Ich dachte, hier kann man nochmal auf das Video aufnehmen, eingehen, ob man da irgendwas einstellen kann. Was können wir noch machen? Hier können wir Nutzer können wir einstellen, das ist ganz klar. Akkukapazität. Können wir mal gucken, insgesamt 31 Minuten gelaufen. AnTuTu Benchmark hat die meiste Energie gezogen. Das lief 12 Minuten, das ganze Gerät. Ja, im Hintergrund eben auch. Hinten rechts wird es warm. Also hier so. Da sitzt anscheinend der Prozessor. Muss ja auch ein ganz flacher Akku drin sein mit den 3000 mAh. Datenverbrauch haben wir natürlich das Übliche. Ja, was so runtergeladen wird. Das können wir hier Daten automatisch synchronisieren. Mobile Hotspots wollen wir auch nicht. Ja, na gut, es gibt ja nur, Entschuldigung, gibt ja nur WLAN, also sind es 65 Megabyte, die wir mal schnell geladen haben. Was hätten wir sonst noch? Töne, natürlich, wir haben keinen Vibrationsalarm, das ist ganz klar. Ist ja auch ein Tablet und kein Telefon an der Stelle. Speicher, hinten stand 8 GB drauf, davon sind wie gesagt Gesamtspeicher 5,6 GB, der Rest geht fürs System drauf. SD-Karte ist wie gesagt nicht drin und USB-Speicher ist auch noch nicht drin. Dafür können wir aber ohne Probleme dann dieses andere Dingensens nehmen. Jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, dieses Adapterkabel. So, was haben wir hier vorne auf dem Display? Google Maps ist verbaut. Es ist verbaut, ist installiert. Chrome ist da. Navigation haben wir auch, obwohl wir keinen GPS drin haben. Gmail, Hangout und und. Also erstmal das Wichtigste ist drin. Die Kamera. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Hat halt eine mittlere Bewertung, weil wie gesagt 2 Megapixel, was will man da erwarten? Gucke hier, der hat sogar ein bisschen mehr, der hat statt 1,3 sogar 1,34 GHz. Können wir ja mal ganz kurz ranholen, die ganzen Daten, damit ihr das auch nochmal entziffern könnt, wenn ihr den scharf stellen sollte. Jetzt zum Beispiel 4x ARM Cortex A7. 40 Nanometer Fertigung, 120 MHz bis 1,34 GHz. Das heißt, hier seht ihr,
Jetzt müsste er ja eigentlich ein bisschen arbeiten. Ja, da kommt der dritte, da kommt der vierte. Alles klar. Nee, sind doch nur drei gewesen. Eins, zwei, drei. Na komm schon. Die werden wir doch wohl alle aus der Reserve locken. Ja, da sieht man, die Prozessoren arbeiten alle in verschiedenen Schritten. Das ist schön. Takten sich von 120 MHz bis 1, also bis 1340 MHz. Das ist schon mal gut, dass die so weit runtergehen. Denn dann hält der Akku länger. Das ist schon mal sehr schön. So, System. Softwinner, Allwinner. 4,4 haben wir ja gesagt. Punkt 2. Dann stehen hier noch alles drauf. Also es sind fast 7 Zoll. 6,98. Das ist egal. 160 dpi, das ist vollkommen in Ordnung für die kleine Größe. Total RAM 400 MB. Wieso 400 MB? Ich denke, wir haben 512 MB total. Wo ist eine andere RAM? Da fehlen ja 112 MB. Interner Speicher 5,6, freier Speicher 5,3, also 95%. Root Access, also Root-Rechte wären da, obwohl wir noch nicht geroutet haben. Batterie, gucken wir uns das Ding mal an. Hier, da. Kapazität 75%, entlädt sich gerade, 30 Grad, na gut, das Problem hatte ich schon ganz oft, dass irgendwie die Sensoren hier nicht anstehen, also der Sensor springt hier jedenfalls immer falsch an, auch bei dem anderen Tablet-PC, immer 30 Grad, da haut irgendwas nicht hin, hier 37 Grad, das kommt hin, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt hier den Temperatursensor, können wir den nochmal anklicken, da passiert nicht viel, na gut, auf jeden Fall haben wir hier den Achsen Sensor, der arbeitet auch wunderbar, so wie das sein muss. Ob das Ding jetzt hier natürlich einen Kompass hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber trotz alledem macht das ja erstmal nichts. In Verbindung mit einigen interessanten Sachen, ich werde auch nochmal ein Video zu machen, wie man hier einen Bluetooth-Stick anschließt, kann man hier auch Bluetooth mit nutzen. Das wird ganz einfach möglich sein, aber da erfahrt ihr mehr im nächsten Video. Ich verlinke euch das Produkt und für klein und groß und alt und jung für 50 Euro einfach mal aus der Hand gegeben. Ein sehr gutes Tablet, ja, dem Preissegment entsprechend angepasst. Kann man nicht meckern, internetfähig ist es auf jeden Fall. Man kann jede Menge Geräte über Micro-USB oder über Wi-Fi anschließen. Man kann Apps aus dem Play Store herunterladen. Mensch, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Play Store ist natürlich vorinstalliert, logischerweise, sonst würde ich ja nicht an die Apps rankommen. Und sieht ganz genauso aus. Also es ist alles offiziell, ist kein inoffizieller Play Store, es ist alles genauso, ist kein Billig-China-Teil, es knackst hier nichts, alles sauber verarbeitet, keine Risse, keine Kanten. Kann nichts kaputt gehen so schnell. Kann man ideal als Filmtablet nutzen oder als Couch-Tablet, um mal schnell das Fernsehprogramm zu checken oder ein paar Zeitungen online zu lesen oder als E-Book-Reader zwischendurch. Mit einer Powerbank ist das Ding gut ausgerüstet und da seid ihr auf der sicheren Seite. Kommt wie gesagt von der Firma Arespark oder Arespark, wie man das jetzt ausspricht, weiß ich nicht genau. Ja, an der Stelle viel Spaß und wir sehen uns wie immer bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.